One, two, three, four. Hallo Leute, ich zeige euch heute den Dumbo-Rhythmus. Ich spiele den mal langsam. Dem liegt zugrunde folgendes Schlagmuster. Das mache ich mal am Rand. Die Haupthand spielt die ganze Zeit durch. Das ist meine rechte Hand. Die spielt die ganze Zeit durch. Ich mache nochmal das Schlagmuster. Ich mache nochmal das Schlagmuster in der Mitte. Ohne das auf die Trommel zu verteilen. Haupthand spielt die ganze Zeit durch. Das ist das Muster. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. So, und nun gibt es eine Verteilung auf die Trommel. Und ich schlage dir das Grundmuster vom Dumbo vor. Du kannst natürlich selber variieren, aber das Grundmuster zuallererst zeige ich dir. Also, wir teilen es mal in zwei Teile. Teil A sind vier Schläge. Eins, drei Bässe, eine Höhe. Nochmal. Und Teil B sind zwei Bässe und zwei Höhen. Beide zusammen, Teil A und Teil B, im ruhigen Tempo. 3, 4. Jetzt gibt es noch eine Betonung, die du bitte mitmachst, und zwar immer der zweite Schlag, also ich mache nochmal am Rand. Das ist dann mit der Nebenhand. Ja? Der zweite Schlag muss ein bisschen mehr betont sein. Bim, bidim, bim, bim, bidim, bim. Damit es, da gibt es einen schönen Hüftschwung. Ich mache es nochmal den kompletten Rhythmus mit etwas sehr deutlicher Betonung. Ja? Okay, so, nun spiele ich nochmal den Dumbo zum Schluss und damit endet dann auch das Video in einem flotten Tempo. Ich beginne langsam und werde immer schneller. 3, 4. Viel Spaß beim Trommeln. Ich bin Ingo Gutmann.